Ja, wir geben Revi mal die Cheerleader-Uniform. Die gefällt ihm bestimmt ganz super. Ich wusste es. Es gefällt ihm ein wenig. Ist er ja schwul? Ja, Revi. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Tag Nummer 19 hier in Tomodachi Live. Jetzt hat da irgend so ein Klugscheißer geschrieben: "Na, aber Louis, das ist nicht Tag 19, das müsste Tag 17 sein. Du hast an einem Tag zweimal aufgenommen." Ja, ich habe auch heute ein zweites Mal aufgenommen. Hat aber damit nichts zu tun, dass wir uns trotzdem imaginär in Tag 19 auf Tomodachi, also auf Utopia, befinden. Das ist ja einfach meine Zählart. So, und dann gucken wir erstmal die Mii-Nachrichten. Die Mii-Nachrichten, vorgelesen von Willkommen Mr. Morgame. Um 5 Uhr. Riesen-Utopia ist der einzige Burgerladen auf Utopia. Das neueste Angebot auf der Speisekarte soll Gerüchten zufolge ein ziemlich schlechter Hamburger sein. Dieser Burger der wässrigen Schwarzwälder Torten seit letztem Monat im Angebot. Was? Ist lecker! Ein neues Produkt. Er enthält eine Spezialität von Utopia: frische Schwarzwälder Torten. Die Besitzer von Riesen-Utopia sagten unter Tränen: "Wir wissen, dass er nicht gut schmeckt, aber probiert ihn doch wenigstens, damit ihr ein Gesprächsthema habt." Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Okay, gibt es hier eine Toilette? Ich würde gern wegsehen, aber ich kann einfach nicht. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Pascal König und das waren die Mii-Nachrichten um 5 Uhr. Super, Hamburger. Wo ist denn hier der Hamburgerladen? Hallo? Die haben gesagt, hier gibt es einen Hamburgerladen. Was gibt's denn im Vergnügungspark am Abendmarkt? Ja. Eine Wundertüte. Und was ist drin? Das erste Item ist... Was ist das? Cheerleader-Uniform. Haben wir einen YouTuber, der Cheerleader ist, war oder sein wollte? Ich glaube, sowas gibt's auch bei uns in Deutschland gar nicht so viel. Egal. Finden wir schon irgendwen, der das haben möchte. Und was haben wir noch? Ein Fernseher in der... Vor einem Röhrenfernseher. Leute, kann ich dir irgendwen schenken? Und das dritte Item ist ein Pommes. Pommes ohne Mayo. Mist, aber Pommes. Lecker. Cool. Das hat sich gelohnt. Ja, so, jetzt, wir waren heute auch noch gar nicht im Supermarkt einkaufen. Da gucken wir erstmal, was es Neues gibt. Oh, Frikadelle. Frikadelle ist ja immer lecker, ne? Für die Baustelle. Frikadelle mit Senf. Oh. Leute, ich muss euch was sagen, man sollte dieses Spiel hier niemals, aber auch wirklich niemals mit hungrigem Magen spielen. Pistazien ist nach Lakritz meine nächstlieblingsspeise schlechthin. Roastbeef ist ziemlich teuer, auch Rosenkohl schmeckt auch mal ziemlich lecker, wir wollen was Neues für Simon. Und Teegebäck kaufen wir auch direkt mal 5, da haben wir auch noch nichts von. So, damit haben wir mal wieder alle neuen Sachen abgedeckt, weil ich will ja wenigstens jedes Essen mal irgendwem gegeben haben, um alle Lieblingsspeisen abgedeckt zu haben. Jetzt gebe ich wohl zu, ich habe einen kleinen Fehler bei Ungespielt gemacht. Ja, ich gucke mir das jetzt auch an. Ach, ich wollte nicht zum Glücksbrunnen. Och, der Arme ist alleine da. Aber ich wollte ihn eigentlich hierher rufen. Ich weiß, dass er nicht so heißt, wie ich es gemacht habe. Ja, ich weiß, dass ich unfähig bin. Danke, braucht ihr gar nicht sagen. Guten Tag. Ich editiere ihn jetzt auch richtig. Ja... So, er heißt nicht Wiesfeld, sondern er heißt, warte mal. Der heißt einfach Wiefels. Mann, Wiefels. So, und wehe, das ist jetzt wieder falsch. Mann, tut mir ja leid. Ich weiß, dass ihr mir das geschrieben habt, öfters. Ich habe das nur irgendwie falsch im Kopf gehabt, als ich es korrigiert habe. Mich falsch zu korrigieren, ist eine Spezialität von mir. In meinem eigenen Zimmer fühle ich mich am wohlsten. Schön für dich. Was würdest du sagen, wenn ich dir jetzt mal eine Frikadelle gebe, hä? Boah, aber ich glaube, da würden mich meine Zuschauer umbringen. Na, was geben wir denn? Oh, Feta-Salat. Oh, da ist... Oh, nee, da ist Ziegenkäse. Nee. Möhren. Hättest du gerne eine Möhre heute Abend hier, Simon? Das schmeckt bestimmt super.
Oh, 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 oh. Da habe ich sogar minus XP für gekriegt? War das nicht Mark? Ich glaube, es hackt. Gut, dann gebe ich dir jetzt, ist Oliven, ja. Warte, wir haben doch Rosenkohl gekauft. Hier. Boah, Alter, gibt's einfach minus XP. Ich dachte, der kriegt jetzt Level ab. So eine Scheiße. Och, nicht schon wieder. Was? Das fand er auch nicht gut. Alter. Weißt du was? Leck mich. Kann nicht sein. Zwei Essen hintereinander und nur minus XP gekriegt. So eine Scheiße. Okay, Chico. Hallo, Chico Craft. Die möchte wir Neues kennenlernen. Das können wir arrangieren. Hey. Und wie ist das Wetter in deiner Welt? Oh, das Wetter ist heute auch wieder ziemlich warm. Immer noch, wie gestern. Hier, Chico, ich gebe dir erstmal lecker Frikadelle mit Gemüse. Ich hoffe, das magst du. Schau mal. Ja, endlich mal jemand, der das Essen wertschätzt. Nicht so ein Ungespielt, der Rosenkohl nicht mag. Ich habe gehört, dass Dina mit mir befreundet sein will. Ja, dann geh rüber und wie schön für dich. Vielleicht sollte ich einmal mit ihnen reden. Ja, mach mal. Chico und Dina also, okay. Ja, stopp, nee, halt, da ist einer an der Tür. Hallo, ja, genau. Aha. Immer dieser Blick, wenn die Tür aufmachen. Hallo, ich bin Dina. Ja, hallo, ich bin Chico Craft. Na, wie geht's dir? Wie ist das Wetter draußen? Ja, total toll. Warum reden die nur so kurz? Da kann ich mir gar nichts einfallen lassen. Mist. Okay, sie haben sich angefreundet. Yeah, es ist super gelaufen. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Gut, aber Chico, du musst dich eigentlich, hat sie sich eigentlich schon mit Dalukart angefreundet? Also wenn wir mal gleich mal rein... Level up, so Chico, Das Problem ist echt, von Chico weiß ich fast gar nichts. Ich glaube, wir geben ihm erstmal ein Schminkset. Das gehört für Frauen einfach dazu. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich, aber... Gehen wir mal von aus. Ein kleines Dankeschön. Was kriege ich? Ein Badeset. Ja, schön. Am Sonntag bleibe ich auf jeden Fall, solange es geht, im Bett. Ja, das mache ich auch schon mal sonntags. So, Chico, leg dich mal hin. Komm, hier. Ja, so. Nein, hinlegen. Und jetzt rollen. Pass auf, da ist ein Schrank. Roll, bumm. Roll. Okay, aufstehen. Genug gesessen. Hallo, aufstehen. Kann die auch nämlich durch die Gegend heben. Ui. So, wo willst du? Nein. Nicht streicheln. Ui. Aber warte mal. Doch, ich hab sie ja schon. Oh, streichel. Ja, das hat aber Spaß gemacht. Ja, ne? War ja, ne? Wie einfach man Geld dadurch kriegt. Ja, das ist ein ganz liebes Hündi. Hey, Early. Na, wie ist es in deiner Gefängniszelle? Gefällt es dir noch? Toll da, ne? Das ist super. Hab ich gehört. Hi, was los? Warte mal, bevor ich mich um deine Probleme kümmere, kriegst du erst was zu essen. Also ich finde, meine Mies leiden nicht an Unterernährung. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. So, und? Ich glaube, ich habe da was gefunden. Okay, Early. Das scheint dir geschmeckt zu haben. Immer diese dramatische Musik dabei. Das ist deine absolute Lieblingsspeise. Yay, da haben wir von Early Boy schon mal die beiden Lieblingsspeisen gefunden. Jetzt fehlt nur noch das, was er nicht mag. Aber er kriegt erstmal ein neues Objekt. Irgendwer hat gesagt, ich soll Early Boy mal eine Waage geben. Das tue ich jetzt auch, weil ihr es in die Kommentare geschrieben habt. Ihr könnt das auch ruhig mal fleißig machen. Wenn ihr irgendwas wollt, was ich machen soll, dann schreibt es unten in die Kommentare. Ich mache das wirklich gerne. So, okay. Ich hätte gern eine Einwegkamera. Eine Einwegkamera? Ja, das lässt sich regeln. Davon habe ich heute zwei. Hier, bitteschön. Oh, ist mir hingefallen. Tut mir leid, Early. Und? Was für eine Art von Fotos soll ich machen? Was soll er denn mal fotografieren? Wir machen mal künstlerische Fotos. Mach du mal. Dann mache ich mal ein paar. Personenfotos hatten wir beim letzten Mal. Jetzt machen wir mal was Künstlerisches. Mal gucken, was dabei rumkommt. Und? Sieh, was ich fotografiert habe. Ja, schön, ja. Toll, Early, ja, es ist super, Berge, toll, und Wasser am Strand, ich bin sehr stolz auf dich, toll gemacht. Lesezeichen meines Lebens. Was? Ja, ja, 100 Punkte, natürlich. Early, finde ich auch, ich wusste, dass ich drauf habe. Ja, du bist total fähig, Early, habe ich das gerade laut gesagt?
Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Oh, oh, ich krieg noch was. Yay, ein Reisegutschein. Oh, das wird Zeit, dass ich hier nochmal wen auf Reisen schicke. Du hattest sicher einen langen Tag. Jo, sehr lang. Viele Aufnahmen und so. Ja, okay, so, Zander oder Dalu? Zander oder Dalu? Wo ist Revi eigentlich? Vergnügungspark, Dena ist im Park. Erstmal gucken, was er da macht. Aha. Aber Dena aus. Nein, das ist Simon, sein, ich will da ja jetzt nichts irgendwie. Oh, Dena, so was los. Zurück aus dem Park? Was willst du mir sagen? Bist du verliebt? Ich hoffe nicht. Guten Tag. Hi. Hör mal, wie ich deine imitiere. Oh, oh, Imitation. Jetzt, da bin ich auch mal gespannt. Guten Tag, ich bin's, Dall. Dall. Dadl. Na, das war super. Ja, hast du gut gemacht. Sehr, sehr ähnlich, ja. Du hast echt eine Klatsche, Dena, auf jeden Fall. So, was haben wir denn für Dena zu essen? Ach, ich kriege noch was. Wäre mal cool, wenn da was Cooles bei rumkommt und nicht immer Hustensaft. Toll, Hustensaft. Ah, Dena, was habe ich denn hier Interessantes für dich? Spaghetti. Magst du Spaghetti? Spaghetti? Gucken wir mal. Ah, er fand es absolut lecker. Oh, ist sein neues Lieblingsgetränk, sein Lieblingsessen. Dann habt ihr in die Kommentare geschrieben, ich soll doch dem Dena bitte auch ein Longboard geben. Also ein Skateboard. Weil die sind ja zusammen auf Longboard-Tour, der Simon und der Dena. Und dann sollte man auch den beiden was Passendes geben, damit die rumtouren können. Ich traue immer meinem Bauchgefühl. Mhm, schön für dich. So, Dalukat ist sein bester Freund, krass. Hey Revi, bei dir war ich echt schon ewig nicht mehr. Was ist dein Problem, mein Freund? Guten Tag. Hi. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Oh, der hat aber noch gar nichts zum Anziehen. Ich glaube, den geben wir mal den... Ach komm, nee. Was geben wir dem Revi denn mal zum Anziehen? Chili. Ja, wir geben Revi mal die Cheerleader-Uniform. Die gefällt ihm bestimmt ganz super. Ich wusste es. Es gefällt ihm ein wenig. Ist er ja schwul. Ja, Revi, geh du mal zu Rotpilz. Ist alles gut. Ja, ja. So, ihr habt auch geschrieben, Revi hat einen Hund. Das stimmt, da erinnere ich mich auch dran. Deswegen gebe ich ihm auch jetzt einen Gassi-Geh-Gutschein, damit er auch endlich einen Hundi hat. Um das er sich kümmern kann. Damit ihm nicht so einsam ist hier. Oh, Hustensaft. Danke, Revi. Revi, noch was zu essen vielleicht? Hier, Calamares hätte ich heute. Die schmecken auch mal sehr lecker. Schön gebackene Tintenfischringe mit Soße. Oh, der fand es auch gut. Oh, ey, mal. Ja, wir haben jetzt ein Händchen hier auf einmal. Das läuft ja. Manchmal höre ich den Leuten nicht zu, wenn sie mit mir reden. Ah, was? Kann ich gar nicht bestätigen. Nein. Und der liebe Zander, der neu dabei ist, wenn er jetzt sagt, er will was Neues zum Anziehen, ne, dann gibt's Ärger. Was los? Guten Tag. Hi. What's your problem? Welche Tageszeit gefällt dir am besten? Ebenbild von Bali. Oh, welche Tageszeit gefällt mir am besten? Morgens, mittags, abends? Nee, morgens muss ich früh aufstehen, das ist immer scheiße. Mittags muss ich arbeiten, auch blöd. Abends, nachts schlafe ich, ist auch, da passiert ja nichts. Also abends, abends ist der beste Tag. Abends entspannt es sich eben am besten. Nee, nicht entspannen, abends zocken, aufnehmen und so, hallo? Wenn ein neuer Bewohner auf die Insel kommt, feiern wir erst einmal ein Fest. Das habe ich auch noch nie gesehen, das Fest. Okay, so, Zander, hier, was hältst du von Kohlrouladen? Meinst du, das ist dein Geschmackssinn? Ja, er fand es ziemlich lecker. Na gut, damit können wir leben. Yeah, immer schön die Geld. So, haben wir alle unsere Mies gefüttert, nicht, dass sich da einer beschwert. Dalu, um dich habe ich mich auch schon lange nicht mehr gekümmert. Na, immer nur am Rumheulen. Immer nur am Rumnörgeln. Hallihallo, schön dich zu sehen. Ah, hat auch einen leeren Magen, das ändern wir direkt mal. Und zwar, hier Creme Brûlée. Creme Brûlée, schmeckt eigentlich ziemlich gut. Euer bester Freund mit denen, da sehe ich gerade da oben. Coole Sache. Na toll, wieder minus XP. Ja, dann eben nicht. Er hat aber immer noch nicht Chicocraft kennengelernt. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Ach komm jetzt, nimm dich nicht dein Ernst. Du willst eine neue Inneneinrichtung? Jetzt muss ich erst wieder eine neue Inneneinrichtung für den kaufen.
Okay, was kaufen wir dem denn mal? Kürbisfeld, ja? Gefängniszelle, Krankenhaus, Lila. Cartoon hatten wir schon. Tja, Dalo, was machen wir denn mal? Oh, ich finde, das sieht sehr stilecht aus. Komm, Dalo, weil du meistens nett und lieb und freundlich zu mir bist, kriegst du jetzt auch eine ganz hochmoderne Inneneinrichtung. Guckt euch das mal an, wenn das nicht stilecht ist, meine Güte. Ich finde sie wirklich gut. Ja, ich auch, sonst hätte ich sie dir ja auch nicht geschenkt. Übrigens? Ja, klar, will ich mich umgucken. Noch etwas umschauen. Dann zeig mir mal, was es gibt. Einen geilen Fernseher, eine coole Eckcouch und ist das eine Bar? Hat der da eine eigene Bar? Wie geil. Das ist echt beeindruckend. Und Zeitschriften. Aber irgendwie ein Bett. Bett vermisse ich immer noch. Eine Toilette brauche ich auch nicht. Ja, cool. Schönes Zimmer, Dalu. Ich werde pfleglich damit umgehen. Ja, das wäre sehr nett. Kein Level Up? Mist. Okay. Ich hoffe, dass... Ach, ich krieg noch was. Und was ist es? Yeah, eine neue Einwegkamera. Das Leben wird immer schöner, je mehr Freunde man hat. Du hast aber noch nicht genug. Vor allem musst du mit Chigo anfreunden. Wo ist die überhaupt? Chigo. Okay, sie trällert vor sich hin. Ja, keiner von denen hat ein Problem. Was ist da denn los? Vielleicht können wir... Ah, wir waren noch nicht in der Boutique. In der Kleidungsboutique heute. Was gibt's denn da Schönes? Blei, Jeans, Box... Boxhose. Das sieht schon mal ziemlich cool aus. Das kaufen wir einmal. Ein Düffelmantel. Ein Schlabberkleid und ein Wanderoutfit. Ah, das Wanderoutfit sieht auch gut aus. Nehmen wir auch mal mit. Das soll's erstmal gewesen sein. Die anderen Klamotten finde ich jetzt nicht so toll. Nee, das lohnt sich nicht, die zu kaufen. Am Aussichtsturm, wer rennt denn da noch rum? Ah, Dena muss sein neues Longboard testen. Jeha! Yeah, der hat's voll drauf. Nochmal. Die andere Kameraperspektive ist diesmal anders als letztes Mal. Nicht dran vorbeifahren, Dena, was ist los mit dir? Yeah, guckt euch das an. Und. Geht das eigentlich mit dem Longboard auch? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Kann man mit einem Longboard auch solche Tricks machen wie mit einem ganz normalen Skateboard? Ich bin noch nie Longboard gefahren, weil ich weiß nicht, ob es so Longboards in meiner Gewichtskategorie gibt. Die müssen ja schon ein bisschen stabiler gebaut sein und ich wollte nicht Simon oder Dena oder was weiß ich, Rotpilz oder Revi sein Longboard kaputt machen, indem ich da einmal drauf mich stelle. Aber ihr könnt ja mal schreiben, ob man mit so einem Longboard auch solche coolen Tricks machen kann. Das würde mich sehr interessieren. Ja, so, jetzt haben wir fast alles abgearbeitet. Guck mal, wir waren im Fotostudio noch nicht. Da gehen wir jetzt noch einmal rein. Du kannst Fotos von Einwohnern machen oder die Bilder ansehen, die du im Spiel aufgenommen hast. Foto aufnehmen. Ich hätte gerne alle Einwohner. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Was nehmen wir für ein Hintergrundbild? Gelb, grün, pink. Irgendwas, was ich ausschneiden kann. Vielleicht. Pink! Pink, sorry, sieht toll aus. So. Warte mal, man kann den Ausdruck ändern. Was kann man denn machen? Alle Augen zu. Nee. Oder alle Kunden. Das sieht doch eindeutig super aus. Mein neues Thumbnail. Kurz und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir auch die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Heute gab es mal keinen neuen Einwohner. Das ist ja immer mit ziemlich viel Arbeit verbunden, einen neuen Einwohner einziehen zu lassen, die Hintergrundinfos zu sammeln und so und sich zu überlegen, wer als nächstes rein soll, weil ich bin mit mir selber noch nicht ganz im Reinen, wen ich als nächstes einziehen lasse, ob wieder eine Frau oder ein Mann. Ich muss mal gucken, ich habe von den Frauen jetzt auch nicht so viele Einsendungen. Da muss ich jetzt erstmal selber ein bisschen recherchieren, was es noch an Frauen gibt, die man einziehen lassen kann. Trotzdem hoffe ich euch, dass euch dass euch diese Folge sehr gefallen hat. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es dem so ist. Und dann sehen wir uns vielleicht morgen zur nächsten Folge von Tomodachi Live hier auf Utopia wieder. Haut rein, macht's gut, bis morgen und tschüss.